Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Kapselmonster Kolosseum. Jawohl, es ist soweit. Wir werden heute in der Folge im Königskolosseum eintreten. Jawohl, unser erster Gegner ist mal wieder Maximilian Pegasus, schreiendes Chaos. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist meine Stimme etwas angeschlagen. Und zwar hatte ich ja erwähnt, dass ich auf einem Geburtstag sein werde. Und ich war gestern auf dem Geburtstag und es war auch sehr gut. Und ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Einen Kater habe ich nicht, aber meine Stimme musste unter anderem darunter leiden. Ne? Damit ihr mal Bescheid wisst. Gut, schreiendes Chaos. Wir kommen. Ich werde nicht schreien, so viel steht fest. Dazu werde ich heute nicht in der Lage sein. Ah, ich erinnere mich, okay. So trifft man sich wieder, Yugi. Pegasus, ich dachte nicht, dass ich dir nochmal gegenüberstehen würde. Glaub nicht, dass dieser Kampf diesmal genauso ausgehen wird. Ich werde Rache nehmen, Yugi Boy. Das glaube ich nicht. Ich werde garantiert wieder gewinnen. Zeit für ein Duell! Ja, stimme ich voll zu. Wir werden gewinnen. Also, ich hoffe es zumindest. So, meine Karte hier. Ja, und ich darf als erstes anfangen. Als erster angreifen, ganz klar. Okay. Attribut Licht auch, gell? Ich frage mich gerade, warum ich auch gesagt habe, denn ich habe Finsternis. Früher hatte ich mal mit Licht gespielt, glaube ich. Okay. Waren das 9? Habe ich richtig gezählt? Ja. Okay, 9 Monster. Monsterpunkte 950. In Ordnung. Gut, ich werde... Warte, ich fange mal ganz oben an. Ah, hallo Pegasus. Ryuran. Ja, den brauche ich. Mit dem müsste ich leveln. Den nehme ich dann auch gerade mit. Feuer ist in Ordnung. Gut, blaueckiger weißer Drache, dich werde ich nicht brauchen. Ich nehme meinen Drachenfluch mal noch mit. Dann meinen zweiköpfiger König Rex nehme ich noch mit. Meine Flügeln-Lady nehme ich noch mit. Der fehlt nämlich auch nur noch ein Level. Ja, Flammenroboter, du darfst mitkommen. Masaki, dich nehme ich auch mit. Oh oh. Okay, Masaki, ich nehme dich doch nicht mit. Denn meine Monster Points sind jetzt auch nicht mehr so viel. Das macht aber nichts. Ich nehme meinen übersandlichen Kappa mit. Der kleine Drache kommt mit. Haniwa. Nö, eigentlich ja nicht. Die Larvenmotte. Okay, jetzt habe ich noch 34. Okay, nehme ich noch die kleine Motte mit. Ja, mein Symbol, genau. Hier wähle ich die manuelle Platzierung. Das ist mir... Ach nee, stopp. Platzierung abbrechen, ja. Ja. Und die zufällige Platzierung bitte. Das geht schneller. Und da hier jetzt auch keine Fusion ansteht, brauche ich keine manuelle Platzierung zu wählen. Okay. Ja, das hat ja auch lange gedauert. Ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das Gleiche tun. Okay. Gut. Dann Ryuran. Dich beschwöre ich dann halt mal als erstes. Gut, wer ist hier? Mein Flammenroboter wahrscheinlich, ja. Gut, dann habe ich noch 48. Dann meine Larvenmotte.
Ach, und wir sind genau bei 0. Ach, ein Traum. Gut, Zug beenden, jawohl. Mal sehen, wie gut du wirklich bist, mein kleiner Yugi. Ja, das wirst du sehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, dich kenne ich noch nicht. Beziehungsweise den kennen wir noch nicht. Okay. Ich möchte mir mal gerade seine Monster anschauen. Ich werde all meine Kräfte aufwenden, um dich zu besiegen. Ja. Wissen wir. So, wen haben wir denn hier drin? Papagei-Drache, okay. Ja, dich kennen wir. Glücksanhänger kennen wir auch. Dich kennen wir auch. Okay. Interessant. Lavas kennen wir auch. Magier des Glaubens kennen wir auch. Oh, hey. Ich weiß gar nicht, ob wir den haben. Aber ich weiß, dass wir ihn brauchen. Müsste ich mal auf meine schlauen Zettel gucken. Und die Schurkenpuppe kennen wir auch. Okay. Als erstes möchte ich meine ganzen Monster erstmal rausnehmen, bevor ich hier überhaupt irgendjemanden bewege. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist. Okay, ein Monster kann ich noch beschwören. Okay, Flügel-Lady lässt sich auch noch beschwören. Wunderbar. Jetzt werde ich aber vermutlich nicht mein Symbol bewegen können. Schade. Denn ich weiß, wenn ich mich mit meinem Symbol auf so ein Attributfeld stelle, dass das ganze Feld sich dann verwandelt oder sich umwandelt. Irgendwie war da, glaube ich, was. Okay. Ja, also seine Monster sind jetzt auch nicht so übermächtig. So, jetzt möchte ich das aber mal ausprobieren. So, mein Symbol. Ich bring mal hier rüber. Genau. So, ich habe jetzt Finsternis gewählt. Ob das jetzt so clever war oder ist, keine Ahnung. Attacke plus 27, okay. Geht voll in Ordnung. Okay, hier sind Minus mit meiner Larvenmotte. Mit ihm wird es wahrscheinlich auch Minus sein. Oh, nee. Plus 28, okay. So, Flügel-Lady. Du stehst natürlich ganz ungünstig. Das bekommen wir hin. So, Flammenroboter. Plus 23, das ist gut. So, kleine Motte. Auf nach vorne, mein Drachenfluch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Wir sind noch nicht auf einem Finsternisfeld. Nenn ich es mal. Okay, und das war's. Vorerst. Ja, komm, pack deine Monster aus. Oh, mein Kaffee ist heute überaus lecker. Muss ich ja mal sagen. Und ich habe auch keinen Kopfweh, das finde ich immer sehr gut. Mhm. Okay, soll mir alles recht sein. So, Flügel-Lady, hoch. Du gehst bitte mal nach rechts. Okay. Ich verstehe. Gut, plus 13. Gut, dann bleibt ihr mal schön alle auf dem Finsternis-Symbol. Flammenroboter, mit dir gehe ich mal nach vorne. Moment mal. Okay, ist eigentlich wurscht.
Gut, meine Larvenmotte. Okay, nicht so gut. Macht aber nichts. So. Du darfst dann hier rüberspringen. Und du darfst gerne ganz nach außen gehen, mein Lieber. Zweiköpfiger König Rex. So, Drachenfluch. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, nur plus 15. Okay. Ja, du darfst dann hier hinspringen. Ja, und mein übersinnlicher Körper. Sehr gut. Dann kann ich alle meine Monster bewegen. Das finde ich sehr, sehr gut. Na komm schon, Maximilian. Okay, er hat Feuer gewählt. Ja, du hast auch nicht mehr alle an der Waffel, oder? Gleich schon meine Larvenmotte mit deinem komischen Lichtsymbol hier mich anzugreifen. Lichtattribut, Monster, keine Ahnung. Oh. Das war keine Absicht, aber das macht nichts. Ach Gott, bist du hässlich. Oh. Oh nein. Autsch. Also durch diese Animation konnte ich wirklich den Schmerz spüren. Mein Monster ist noch nicht geschlagen. Okay. Es langt dann jetzt auch. Aber wenn ich mich mit meinem Flammenroboter auf das Flammensymbol stelle, müsste ja eigentlich die Angriffskraft steigen, oder? Also mein Angriffswert. Das werden wir gleich sehen. So, Flammenroboter. Bewegen. Oh, plus 57. Wow. Okay. Gut, du bleibst mal hier stehen vorerst. Wie sieht's mit meiner Larvenmotte aus? Okay. Ja, du gehst bitte zurück. Ich möchte dich nicht verlieren. So, mein Flammenroboter. Greif sie doch mal an. Mit 121. Ja, oh ne, jetzt die Kampfanimation an. Entschuldigung, Leute. Ja, das war jetzt auch gar nicht so schlecht. Vor allem muss ich sagen, dass die Grafik ja damals echt gar nicht so schlecht war. So. Kann ich denn hier was tun? Gut, vorerst wahrscheinlich gar nichts. Okay, plus 28 und auch hier plus 28. Soll mir recht sein, Flügel-Lady. Okay. Oh, 58. Wie möchte ich? Okay, wir stellen uns mal vorerst hier hin. Mein kleiner Drache. Sehr gut. So. Mein Rio Rain. Jawohl. Und können wir ihn platt machen? Ein Traum. Wunderbar. Wir haben schon einen Gegner besiegt. Ah, ich wollte die Kampfanimation ausschalten. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich bin halt so verpeilt einfach. Oh, der ist doch so groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nice. Und tschüss. Sehr gut. Ja, ich habe das erste Monster zerstört. Oh nein. Oh doch. Okay, mein übersinnlicher Körper. Na super. Aber okay.
So, und meine kleine Motte noch. In Ordnung. So, ich darf jetzt nicht vergessen, die Kampfanimation auszuschalten. Okay, was soll das jetzt? Och nö. Okay, für Flügel-Lady ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Autsch. Och, doch nicht mein zweiköpfiger König Rex. Ach, ich wollte doch die Animation ausstellen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Oh, okay. Also ich muss sagen, diese Animation, die hat mir jetzt mal gefallen. Aber die fand ich richtig cool. Ich bin noch nicht besiegt. Okay, was passiert hier? Gut, jetzt stelle ich aber die Kampfanimation aus. Mit 221? Ist das dein Ernst? Ach ja, er steht ja auf dem Windattribut-Symbol. Ich bin noch nicht besiegt. Okay, es reicht aber dann jetzt auch. Also ihr dürft mich gerne in Ruhe lassen. Vorerst zumindest. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also mit meinem Ryu Ran, mit dem muss ich aufpassen. Oh, ich kann angreifen. Okay. 146. Okay. Werde ich tun. Jawohl. Und ist auf Level 2. Sehr gut. Das ist toll. Das freut mich. Dir ist doch klar, dass böse Jungs bestraft werden. Ja, das mag sein. Interessiert mich aber recht wenig. So, und dann müsstest du ja jetzt auch aus dem Weg geräumt sein. Sehr gut. Schade. Ich hätte gerne einen Level-Up gehabt. Okay, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich... das wird mir, glaube ich, nicht allzu viel bringen. 172. Nö. Befriedigt mich noch nicht ganz. Deshalb lasse ich das mal vorerst. Drachenfluch, wie schaut's mit dir aus? Okay. Ja. Werde ich tun. Ich werde ihn angreifen. Mit 241. Mega. Jetzt hat er natürlich noch wie viel? 5. Super. Glaub nur nicht, dass sich das nicht rächen wird. Naja, von mir aus. Sehr gut. Komm, Flügel-Lady. Mach die platt. Mit 172 nur. Och, nö. Okay. Nee, das lasse ich da mal vorerst. Okay. Dann werde ich mal hier hinspringen. Und mit Flügel-Lady springe ich eins nach vorne. Boah, Angriff plus 85. Wie krass einfach nur. Gut, meine Larvenmotte. Du darfst dann wieder nach vorne. Der übersinnliche Kappa. Sehr gut. Damit du auch mal aufsteigen kannst. So, und dann habe ich, glaube ich, alles getan. Ich bleibe mit meinem Flammenroboter hier stehen. Ich mache mit dem nichts. Okay, jetzt bin ich schon mal gespannt. Na komm, Pegasus. Ich sollte langsam mal ernst machen. Achso, das war alles nur ein Vorspiel. Oder was? Och nö. Das mit dem Winterdebrut hat mir so gut gefallen. Oh, meine Flügel-Lady hat sich so gefreut. Ich wusste, dass du dahin springen wirst. Ich wusste es.
Es tut mir leid, mein zweiköpfiger König Rex. Ah, vielleicht hätte ich doch mit meinem Flammenroboter angreifen sollen. Ja, jetzt habe ich sie da, wo ich sie haben wollte. Sehr gut. Dann hoffe ich doch, dass ich jetzt in der Lage sein werde, die dann auszuschalten in der nächsten Runde. Ach, du kommst auch mal nach vorne. Wie nett. Da ist aber jemand sehr mutig. Also Pegasus, von wegen, du willst hier ernst machen. Gut, warte, ich werde mich erstmal bewegen. Schade. Nö, ich bleib dann hier stehen. Und mach ihn dann platt. Tschüss, Lavas. Auch wenn es nur 5 Punkte sind, aber immerhin bist du aus dem Weg geräumt. Sehr gut. So, meine Flügel-Lady. Jetzt sind es weniger. Ah, ne. Es geht eigentlich. 117. Sehr gut. Dieses Duell läuft nicht gerade gut. Naja, für mich eigentlich schon. So. Kleiner Drache. Schade. Schade, schade, schade. Ah, dann wird die Schurkenpuppe sich gleich rächen. So. Das ist natürlich nicht so gut. Feuerattribut, ne? Oh ne, Das vergessen wir mal ganz schnell. Spring mal zurück. Ja, das ist jetzt auch nicht so. Naja, da muss ich durch. Mein übersinnlicher Körper, kannst du nicht vielleicht irgendwas drehen? Nee, sieht schlecht aus. Gut, ich springe dann mit dir hier hin. Hier habe ich doch meinen Ryu. Oh, stimmt. Moment, Moment. Eine Weiterentwicklung. Ja, den muss ich nämlich nur auf Level 2 bringen. Es ist Zeit für eine Evolution. Zeig deine wahre Stärke. Sehr gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, jetzt kann ich mit ihm aber dafür nicht mehr angreifen. Schade. Okay, wen habe ich denn noch hier? Meine Larvenmotte. Ja, das ist schade. Das springt mir spezial. Damit kann ein Monster im Effektradius 80 pp zurückerlangen. Ja, super. Toll. Aber okay, vielleicht in der nächsten Runde. Gut, das war's dann vorerst. Zug beenden. Jawohl. Okay. Attributlicht. Ich verstehe. Oh oh. Autsch. Oh, jetzt kommt der andere und macht meinen Flammenroboter wahrscheinlich kaputt. Ein heftiger Schaden, aber es hat überlebt. Ja, jetzt wart mal ab. Was? Du greifst meinen übersinnlichen Körper an? Hey, der hat dir gar nichts gemacht. Ja, ich wusste. Na super. Es tut mir leid, Flammenroboter. Es tut mir wirklich sehr leid. Ach, jetzt will der bestimmt meine... Ach nö, meine Waldattribute jetzt noch zerstören. Meine Larvenmotten da vorne. Ja, du bist jetzt... Du bist platt.
Also, Magier des Glaubens, das hier wird dein letzter Angriff sein. Das verspreche ich dir. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eher, dass die Schurkenpuppe mich angreifen würde. Aber gut, soll mir recht sein. So, ich muss die Perspektive hier ändern, sonst flippe ich hier gleich schon aus. Okay, lohnt es sich? Nicht wirklich. Gut, dann springen wir hier hin. Mein übersinnlicher Körper. Sehr gut. Der darf dann auch mal zum Angriff kommen. Das sind 100. Okay. Vielleicht kann ich mit meinem Drachenfluch noch irgendwie was erreichen. Wir werden sehen. Schade. Gut, dann machen wir das anders. Wie sieht's denn mit dir aus? Wie kann ich dich denn bewegen? Oh. Oh, das hier gefällt mir eigentlich gar nicht. Okay. Doch. Könnte funktionieren. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So, dann springe ich mit dir hier rüber. Und dann darfst du den angreifen. Sehr gut. Das ist super. Und tschüss. Wunderbar. Drachenfluch. Ah ja, stimmt. Warte, mit dir hatte ich, glaube ich, was anderes vor. Kann das sein? Ich spring mal hier rüber. So, Flügel-Lady. Mach sie platt. Genau. Ja. Meine mystischen Kräfte haben mir nicht gesagt, dass dieses Duell so schwierig werden würde. Ja, Pegasus, aber ich hab's dir doch gesagt. Okay. Nö, da mache ich mit dem kleinen Drachen mal vorerst nichts. Gut, dann beende ich meinen Zug mal. Oh Gott, komm schon. Ich habe ja eigentlich mehr Respekt vor dem Monster da ganz rechts von ihm. Ja, vor ihm. Okay, meinen übersinnlichen Körper. Ah, super. Sehr gut. Dann könnte ich ihn ja eigentlich besiegen. Ja, dachte ich mir, dass das passieren wird. Okay, komm, Glückshänger, komm du mal in meine Richtung. Jawohl. Und das wird dir nicht viel bringen. Ha, 32. Das überlebt mein kleiner Drache locker. Locker, locker, Jeder Zug bringt mich meinem Ziel näher. So, aber wir kümmern uns erstmal um ihn hier. Okay. Das ist blöd. Gut, springen wir einfach mal hier rüber. So. Oder Moment mal. Ich glaube, das hier wäre sinnvoller. Naja, aber doch. Doch. Yay. Okay, Drachenfluch. Schade. Okay. Dann machen wir das einfach so. Und vernichtet. Ein Traum. Sehr gut. Und tschüss. Jawohl. Und ein Level-Up für meinen Drachenfluch. So. Wie sieht's mit dir aus? Schade. Gut, ich spring dann hier rüber.
So, kleine Motte, wie schaut's mit dir aus? Dann darfst du ein Stück nach vorne. So. Dann darfst du dich mal rächen. Mit 91, okay, das ist aber schon mal mehr, als er eben austeilte. So, Flügel-Lady. Du darfst dann auch noch. 110, nicht schlecht. Na, jetzt habe ich allerdings nicht aufgepasst, wie viel Powerpoints noch meine Flügel-Lady hat. Noch 61, okay, ich hoffe, das wird sie überleben. Es sei denn, die Schurkenpuppe mischt sich noch mit ein. Dann würde das meine Flügel-Lady nicht überleben. Okay. Okay. Das ist nicht nett. Ja, danke. Danke, dass du nicht meine Flügel-Lady angreifst. Ist wirklich sehr nett. Okay. Vielleicht kann ich dann noch mit meiner Larvenmotte darüber springen. Wenn du nicht mehr Schaden anrichten kannst, wirst du mein Monster nicht erledigen. Okay. Gut, dann bleibe ich dann auch mal gerade auf der rechten Seite. Nee, stopp. Genau hier wollte ich hin. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich mit dem kleinen Drachen mich bewege. Nee, ich greife ihn an. So rum. Genau. Jawohl, sehr gut. Und mein kleiner Drache ist auf Level 3. Kleiner Drache. Wunderbar. So, Flügel-Lady. Ich bin gespannt. Ja, 100. Das ist... geht voll in Ordnung. Bin ich voll mit einverstanden. So. Dann haben wir noch ihn hier. Ja, bringt mich nicht allzu weit weiter. Drachenfluch. Na super. Wirklich toll. Nee, ich bleib mal mit ihr erstmal hier stehen. Ups. So, wie sieht's mit dir aus? Oh, das hier ist doch... das ist hier ist zum Heulen. Okay, dann springe ich mit ihm hier hin. Kleine Motte. Und was kann ich mit dir tun? Gut, wir gehen dann nach vorne mit dir, genau. So, dann kann ich noch mit meinem Drachenfluch mich fortbewegen. Ich riskiere es und springe hier hin. Und beende dann auch meinen Zug. Na. Feuer, sehr gut. Gefällt mir. Jetzt habe ich ihn ja eigentlich da, wo ich ihn haben wollte, ne? So blöd, dass mein Körper jetzt nicht mehr da unten steht. Aber ich kann ja mit dem da hinspringen. Das dürfte ja kein Problem sein. Wenn du nicht mehr Schaden anrichten kannst, wirst du mein Monster nicht erledigen. Mhm. Soll mir recht sein, dann wird niemand zerstört. Ein heftiger Schaden, aber es hat überlebt.
Wunderbar. Ich glaube, wir könnten jetzt auch sogar gewinnen. So, als erstes mal muss ich hier die Perspektive ändern. So, kleine Motte. Larvenmotte, Entschuldigung. Mit 26, ja, besser als nichts. Jawohl. So, du darfst dann auch angreifen, und zwar ihn hier. Mit 172 und ist vernichtet. Ein Traum. Und tschüss. So. Mein Drachenfluch darf dann natürlich auch noch angreifen. 80. Okay. Dann hätten wir noch genau 50. Wird meine kleine Motte in der Lage sein? Wir werden sehen. Nein, 42. Schade. Moment mal. Oh, nee, das ist hier genauso blöd. Okay, ich werde es einfach tun. Oh, das hier ärgert mich ja jetzt. Jetzt bleiben noch 8 übrig. Das ist doch zum Heulen, oder? Gut, mein übersinnlicher Körper, du darfst da nach vorne springen. Flügel-Lady, du darfst auch nach vorne. Mit dir springe ich aber hier rüber. Und mein kleiner Drache. Du darfst hier hin. So, das war's. So, jetzt bin ich mal gespannt, welches Monster ich dann jetzt verlieren werde. Denn eins werde ich bestimmt noch verlieren. Leider Gottes. Ja, Attribut Licht, natürlich. Du hast ja nur noch ein Lichtmonster. Was? Ist das dein Ernst? Okay. Gut, dann werde ich anders vorgehen. So, zack. Flügel-Lady. Greift das Symbol an. Erfahrungspunkte sind toll. Sehr gut. So. Bewegen. Sehr gut. Dich könnte ich ja dann jetzt eigentlich auch schon erledigen. Ja, natürlich, du hast nur noch 8. Aber nicht mit Ryu. Also nicht mit Manga Ryu Ran. Ein kleiner Drache. Oh, sehr gut. Ja. Oder eher mit Drachenfluch. Moment mal. Bewegen. Ja, ich greife mit Drachenfluch dann an. Genau. Das wird dir den Rest geben. Und tschüss. Oh, ich hätte dich nicht unterschätzen sollen. Das ist der einzige Grund, warum du gewonnen hast. Ah, natürlich. Wie soll es denn auch sonst sein, gell? Oh Leute, ich muss morgen wieder arbeiten und ich habe so keine Lust, wenn ich schon daran denke. Es scheint, das Siegesglück hat mich verlassen. Welches Siegesglück? Denn ich kann mich nicht erinnern, in diesem Let's Play schon einmal gegen dich verloren zu haben. Fortuna ist ein wählerisches Geschöpf. Vielleicht steht sie dir ja beim nächsten Mal zur Seite. Vielleicht. Ja, vielleicht. Okay. Wenn dieser Tag kommt, nimm dich in Acht, Yugi. Okay, mach's gut, Pegasus. Genau, mach's gut. Sehr gut. Okay, 34 Sonderbonus. Schade, ich hätte gern mehr gehabt. Jawohl.
Flügel-Lady, Larven-Motte, kleine Motte, Manga, Ryu, Ren, alle ein Level up. Und mein Symbol fehlt natürlich noch. Ein Erfahrungspunkt. Wie ärgerlich. Ja, du darfst aufsteigen. Du musst aufsteigen. Ja, du musst auch, in Anführungszeichen. Und du auch. Wunderbar. So, ich darf mir drei Monster nehmen. Gut, dann kommst du mit. Dich nehme ich mit. Und dann nehme ich noch Papageidrache. Nee, ich nehme Magier des Glaubens, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die habe. Ja, ich bin mir sicher. Und Maximilian Pegasus ist abgeschlossen. Wunderbar. Gut, Leute, das war's dann auch schon für heute. In der nächsten Folge geht es weiter mit Ishizu. Okay. Wir kämpfen noch einmal gegen sie. Soll mir recht sein. Das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss.